Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich habe euch und das Spiel natürlich nicht vergessen, aber ich hatte die letzte Woche einfach ja, viel zu tun, nicht so viel Zeit jetzt zum Aufnehmen und auch einfach mal, ich wollte mal ein paar Tage ohne Aufnehmen verbringen. Von Bellwright hatte ich noch einiges aufgenommen im Vorhinein schon, deswegen kam da auch jeden Tag noch was, aber von Kingdom Come und von The Forest nicht, oder Sons of the Forest besser gesagt, aber damit geht es jetzt auch wieder weiter und ja. Wir müssen uns heute hier am heutigen Ingame-Tag noch so ein bisschen die Zeit vertreiben, denn wir sollen in der Nacht... Ist das hier der Schneider? Nee, das ist ein normaler Bürger. Okay. Das sieht so vornehm aus. Wir sollen nämlich in der Nacht diesen Brief von Hans in Nathalies, oder wie sie heißt. Ich vergesse, es ist kein schwerer Name, aber ich vergesse den Namen trotzdem immer wieder. In ihre Truhe, in ihre Büchse schieben. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. In das Gebäude des Fleischers, denn da wohnt die junge Dame. Carolinas, so rum heißt sie, Carolina. In 5 Minuten weiß ich den Namen schon wieder nicht mehr. Ja, auf jeden Fall wäre es nicht schlecht, wenn es dafür dann Nacht wäre. Wir haben aber noch ein paar Stunden Zeit, bis es soweit ist. Jetzt habe ich überlegt, gut, einmal jetzt nach Hause im Sinne von Pribislavec zu reiten, ist jetzt nicht so sinnvoll. Wenn wir da oben angekommen sind, dann ist Feierabend. Und ja gut, dann könnten wir die Schmiede zwar bauen, Thalenberg wäre nicht so weit weg. Da könnten wir mit jemandem reden, der uns dann die neuen Aufgaben gibt für die Banditencamps. Das wäre nicht so weit entfernt. Oder wir reiten mal hier hin, denn das ist noch die einzige Quest, die mir jetzt offensichtlich zumindest hier auf der Karte angezeigt wird. Würfeln wollte ja nicht wirklich jemand mit uns. Deswegen reiten wir jetzt mal dorthin und holen mal noch diese eine Quest ab, die da ist. Und ja, ich weiß gar nicht, haben wir noch ein DLC offen? Nee, oder? Mit einer Bande im Bunde? Das hatten wir, naja, ja, für uns war es sehr zufriedenstellend, aber für die Bande nicht. Da hat nämlich keiner überlebt. Das haben wir abgeschlossen. Dann Theresas Geschichte haben wir erledigt. Dann der DLC mit, ja gut, Pribislavec, der läuft nebenbei dann immer noch weiter. Und Hans seiner Geschichte. Wir als Liebesbote, da sind wir aktuell mittendrin. Ja. So, da bin ich schon gespannt, wie es danach weitergeht, ob wir uns der Dame Carolina irgendwie auch annähern können. Falls möglich, bin ich schon am Überlegen. Aber ich glaube, es gibt jemanden, der hier gleich um die Ecke wohnt, die das nicht so gut fände. Naja. Ja, einer von euch meinte, also wenn ich das so richtig interpretiert habe, wenn ich es mir nochmal so mit Theresa verscherzt, wenn sich Theresa nochmal so mit uns verscherzt wie neulich, dass es das dann wohl endgültig gewesen ist? Oder beruhigt sie sich doch jedes Mal nach ein paar Tagen immer wieder? Naja, das musst du selber wissen. Besseren als ein Heinrich wird sie nicht finden. So, das ist ja nicht so weit weg hier. Das war ja irgendwie nördlich von Ledeczko oder so. Ja, ja, ist natürlich schade, dass die Pferde damals noch kein Pferderadio hatten. Wobei so ein bisschen Hintergrundmusik spielt schon. Da bin ich auch gespannt auf den zweiten Teil. Die Musik wird bestimmt auch wieder top. Allgemein, das ganze Sounddesign ist der absolute Hammer, finde ich. Gerade in den Wäldern, was da so an Nebengeräuschen unterwegs ist, finde ich echt klasse. Gab es jetzt nochmal Neuigkeiten? Ich habe letzte Woche nicht so viel mitbekommen irgendwie, im Allgemeinen. Gab es irgendwie was Neues nochmal zum Spiel? Irgendwelche neuen Infos, Details oder so? Also seitens der Entwickler. Nicht von irgendwelchen Leuten, die sich was ausgedacht haben. Okay, da müssten wir bald da sein. Das war doch direkt hier oben noch irgendwie, bevor der Wald wieder beginnt, meine ich, auf der linken Seite. Oder? Oder ist es dahinter? Nee, das muss hier gleich kommen. Ja, oh, Pebbles. Ja, ist ja gut. Wo müssen wir denn hin, Pebbles? Da oben müssen wir hin, Pebbles. So. Ja. Dann pack mal deine Skyrim-Fertigkeiten wieder aus. Komme ich hier durch? Ja. Gut.
Achso, das ist unser Köter. Ist das wieder so eine Kräuterdame? Naja. Das werden wir jetzt rausfinden. Oh! Hat sich aber jemand eine vornehme Treppe hier hingezimmert. Schön. Guten Tag. Ja, das ist wieder so ein Kräuter-Vibe. Oh Gott, nachher. Oh, ich hoffe, es endet nicht nachher wieder damit, dass der Heinrich irgendwelche Tiere im Wald besteigt. Na? Kräuter-Vibe Kunhuta? Guten Tag, ich bin der Heinrich. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden, vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Naja, Geister austreiben, ausräuchern, Zauber. Ja, also ich meine, Heinrich hat natürlich viele Fähigkeiten. Er hat ja unglaublich viele Themenbereiche studiert in seinem Leben. Ja, da steht auch schon, klingt nach der richtigen Aufgabe für mich. Ein Fleischerladen, in dem es spukt? Genau mein Ding. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Es wäre so lustig, wenn die mit Fleischerladen den Fleischer in Rattay meint, wo wir eh hin müssen. Ja, klingt auf jeden Fall lustig. Klingt spaßig. Ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Ja. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Gott schütze dich. Ah ja, okay, in Ledetschko. Gut. Gott, 10 Mohnblumen sammeln. Mussten wir nicht auch in Theresas Quest bei Nacht irgendwie diese Mohnblumen sammeln? Oder war das andere? Auf jeden Fall, da habe ich echt einen Schaden von getragen. Von diesen Scheißblumen, die wir da in der Nacht sammeln mussten. Ja, es gibt auch viele Rezepte, ne, aber... Ringelblume. Trank des Verderbens. Die Gesundheit wird schrittweise um 110 Punkte geschwächt. Ach, ey. Okay, den könnte man doch mit Sicherheit auch in so ein Essen mischen, ne? Einer von euch spielt's doch auf Pazifist durch. Das wäre doch so eine Geschichte. Aha. Haben wir denn noch, hat die denn... War das der Kamillensud? Nee, oder? Halt. Was? Kamillensud ist zwar kein wundersames Allheilmittel, stärkt aber die Gesundheit und heilt langsam über einen längeren Zeitraum hinweg. Regeneriert binnen 5 Stunden 200 Lebenspunkte. Kann zusammen mit Ringelblumen aufgüssen und Lazarus-Elixieren angewandt werden. Aha. Die nehme ich mit. Hat sie auch noch... Den Ringelblumen, ja, Salbe. Aber Ringelblumenaufguss an sich hat sie nicht, oder? Ey, oh, Leute, ey, ich muss was loswerden. Es regnet im Spiel, da fällt mir was ein. Auch im echten Leben wurde es neulich außerhalb meiner 4 Wände unglaublich feucht. Und da habe ich gedacht, komm, da packe ich mal meinen Kleinen aus. Hab das Hüterli abgezogen, was drauf war, und hab ihn dann groß gemacht und mir über den Kopf gehalten,
Und da musste ich feststellen, so ein Regenschirm ist ja wasserabweisend, ist ja unfassbar. Hätte ich nicht gedacht. Nee, auf jeden Fall konnte ich den jetzt zum ersten Mal einsetzen. Die Woche hat einiges geregnet bei uns, bei euch wahrscheinlich auch, bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen mehr. War ganz schön was los. Und ja, da konnte ich meinen neu erworbenen Regenschirm endlich mal einsetzen. Und ja, hat seine Dienste gut verrichtet. Fand ich schön. Hab mich richtig erhaben gefühlt, als ich das Ding in der Hand hatte. In der anderen Hand mein Fahrrad, auf dem ich nicht fahren konnte, weil es viel zu doll geschifft hat. Aber ich fand's gut und musste die ganze Zeit an Gunni denken. So, ich wollte mal gucken, wir haben schon wieder keine Pfeile angelegt. Warum eigentlich nicht? Wir haben da ja noch. So, den Schild haben wir gerade auch nicht drin. Ich nehme mal rein. Der Rest ist alles noch repariert. Wunderbar. Wie spät haben wir es denn? Mit 16 Uhr. Wow. Wir haben eine Stunde rumgekriegt. Gut, okay, pass auf, dann reiten wir noch nach Thalberg und quatschen mal mit, wie hieß der, Robert oder so? Ach, hier ist wieder das Klickding. Ich erinnere mich. Ich bin schon tausendmal dran vorbeigeritten. Hier hinten links kommt gleich das Auenland. Ja. Quatsch mal mit dem. Vielleicht ist da in der Nähe noch ein Banditencamp, was wir vielleicht ausheben können. Müssen wir mal schauen. Bin schon gespannt, wenn wir. Na gut, wir haben nicht wirklich zu anderen. Halt. Was war das? Der wollte gerade nicht abbiegen. Da. Ja. So. Wenn wir dann die nächsten Banditen-Camps, also die nächste Banditenreihe erledigt haben, ob wir danach wieder weitergeschickt werden, woanders hin? Waren wir hier schon mal? Ach ja, hier, das ist diese ausgeräucherte Hütte. Doch, hier waren wir. Ja, ja, hier waren wir mit einer Bande im Bunde das erste Mal. Ich erinnere mich. Ja! Moment. Der Baum sieht aber ziemlich. Also wenn es hier nichts gibt, dann weiß ich es nicht. Das ist aber auch schön. Da möchte ich mal ein Bild von machen. So. Gut. Kann ich hier vielleicht was ausheben? Oder haben wir hier einen Schatz irgendwo? Ach! Okay. Oh nein. Ich dachte gerade, das wäre eine Mohnblume. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ringelblume. Ach so, das ist für die andere Quest. Was brauchte ich noch? Wir brauchten 10 Mondblumen für dieses Kräuter-Vibe. Ach so, und mit Drahomira sprechen. Ja, ja, das machen wir dann. Ich habe die erstmal nur angenommen, die Aufgabe. Ich dachte, hier am Baum gibt es vielleicht irgendwo was zum Ausheben. Die Schatzkarten haben wir auch noch. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um. Wo ist denn Pebbles? Um die DLC-Quest mit dem Hans, dass wir die DLCs durch haben. Da machen wir die ganzen Nebenaufgaben noch alle. Das sind doch viele. Vielleicht kommen da noch mal ein paar hinzu. Einige davon, die sind mit Sicherheit auch verkettet, die dann noch weitergehen. Und ja, irgendwann würde ich behaupten, geht es dann so ganz, ganz langsam Richtung Ende zu, wenn wir dann die Klosterhauptquest weitermachen. Da müssen wir ja theoretisch dann hin. Ist das nächste, was wir machen sollen. Aber bis wir da weitermachen, wird eine ganze Weile dauern jetzt. Ja. Aber auch die Nebenquests sind ja alle echt super. Oder größtenteils zumindest. So, da drüben müsste doch irgendwo Thalenberg liegen. Da hinten ist der Thalenberger Steinbruch und da müsste Thalenberg sein. Ja, ja. Zeige ich es ja oben auch oft auf dem Kompass an. Was halt hier auch so mega krass ist mit der, ich weiß nicht, ob das so ein allgemeines Ding der CryEngine ist, aber es kommt auch immer auf die Entwickler drauf an, wie sie ihre LOD-Objekte handhaben. Also hier ploppt nicht wirklich irgendwas rein. Ich weiß nicht, wie es auf den Konsolen ist, wie das Spiel sich da verhält, aber man kennt das ja von anderen Spielen. Nicht von allen, aber es gibt da halt so ein paar. Wo man dann schon genau sieht, wann die Bäume zum Beispiel, ne, je weiter du weg bist, die Bäume da hinten sind halt deutlich, deutlich niedriger aufgelöst als die hier vorne. Und wenn jetzt hier noch einer neben mir stehen würde, der wäre wahrscheinlich nochmal eine Stufe besser dran.
Und man, also die Übergänge, die sind hier zumindest so gut gemacht, dass kaum auffällt. Also ich da aktiv, glaube ich, noch nie irgendwie mal drauf geachtet. Aber in der Regel fällt es mir direkt auf, wenn das bei einem Spiel übertrieben stark irgendwie auffällt, dass da die Objekte reinploppen ins Sichtfeld. Das hier zumindest nicht so. Das ist auch eine ziemlich geile Sache. Ich weiß gar nicht, ob die CryEngine da an sich besser ist oder ob das einfach eine Sache der Entwickler ist, wie die das halt bauen. Wahrscheinlich beides. Das Gute ist mit der Unreal Engine, mit der 5er, da hatten sie ja dann dieses, nicht Lumen, das ist die Lichtgeschichte, sondern, mir liegt's auf der Zunge, ich hatte es gerade noch im Kopf. Das neue LOD-System, wo es praktisch mehr oder weniger gar keine mehr gibt, oder beziehungsweise die LOD-Objekte dann nebenbei selbst durch die Engine irgendwie erzeugt werden. Und du hast halt dann viel, viel mehr Abstufungen zwischendrin und nicht bloß irgendwie eine sehr hoch aufgelöste Version von dem Baum meinetwegen. Dann eine mittelprächtige und eine ganz beschissene für ganz weit weg, wo es aber dann eh nicht aufhält. Und da wird das dann durchgängig so runterskaliert oder hochskaliert, je nachdem wie nah oder wie weit man weg ist. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, das gibt's doch nicht. Ich habe 1000 Videos dazu angeschaut. Und wenn das halt gut integriert ist, ist das eine geile Sache. Das gilt aber nicht für alle Objekte. Die verfeinern das ja immer mehr. Halt, wir können noch ein Stück reinreißen. Und wenn das in Zukunft mal richtig gut genutzt wird, dann haben wir auch irgendwann endlich dieses LOD-Gespringe nicht mehr. Von den Objekten, ne? Aber mittlerweile soll es dann auch für, das war das Letzte, was ich mal gesehen hatte, ist aber auch schon wieder 2-3 Monate her, dass mit den LOD-Objekten bei der Unreal Engine, bei der 5er, die, ich sag mal, nur größere Objekte, das am Anfang betraf, wo man das hinzuschalten konnte, dass das so gehandhabt wird. Und mittlerweile ist es auch zum Beispiel für Gräser und so weiter, so, also so für Foliage-Sachen, für kleinere Dinge. Braucht natürlich ein bisschen Performance, aber ist eine ganz geile Technik. Ich komme nicht auf den Namen, mir fällt es nachher hoffentlich noch ein. So, hier ist er. Ach ne, hier ist er nicht. Entschuldigung, ich habe den Kompass missinterpretiert. Ja, läuft ja gut, ne? Das war jetzt die erste Tischkante heute, oder? Lasst es euch schmecken. Also ich wurde über die Jahre schon von ein paar Leuten oder von irgendwelchen Firmen auch immer mal angefragt, ob ich nicht Bock habe, irgendwie mal ein Placement zu machen oder Werbung für irgendeinen Scheiß. Nichts davon habe ich jemals angenommen, weil ich es immer nicht geil fand. Und ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch noch nie auf meinem Kanal gesehen irgendwo. Wo ist denn der? Ich weiß ja nicht, warte mal, ist der hier oder? Der ist beim Kampfplatz, der ist weiter hinten. Da war ich doch gerade schon fast richtig. Warte mal, wir müssen nochmal raus. Herrin Stephanie, huhu, die ist da oben in ihrem Kämmerlein. Und ja, jedenfalls so Werbungskram habe ich. Das muss doch hier hinten sein, bin ich bekloppt? Ach, oh Gott, könnt ihr direkt die nächste Tischkante futtern? Huch, hier ist er. Hey, Herr Robert, wir unterhalten uns gleich. Schöner Bart. Und jedenfalls, ich glaube, die einzige, Placement oder was auch immer, was ich annehmen würde, wäre für Tischkanten von einem Baumarkt oder irgendwie sowas. Das finde ich wirklich witzig. Das würde, glaube ich, am ehesten passen. Alles andere, womit immer mal irgendwelche Firmen auf mich zugekommen sind, fand ich, ja, ich habe dann keinen Bock zu. Das ist mir zu blöd. Auch wenn es irgendwie Geld bringen würde oder so, aber nö, da stehe ich dann drüber und entweder ich antworte gar nicht oder habe auch schon mal geschrieben, dass ich mir so einen Scheiß nicht antue. Wenn das so, was, gibt ja so ganz zwielichtige Sachen und gerade wenn es so Richtung Glücksspiel oder irgend so ein Käse geht, wo ich mir denke, sag mal, seid ihr bescheuert, haut ab mit dem Mist, da habe ich auch schon mal geantwortet, dass sie mich mit dem Scheiß in Ruhe lassen sollen, dann habe ich dann in der Regel auch Ruhe. Es kommt nicht so häufig vor, aber schon ab und zu mal über die Jahre immer mal wieder. So, Tachchen, ich habe gehört, ja, von mir aus, ich habe gehört, hier gibt es Aufgaben für mich. Hauptmann Bernhard schickt mich. Er sagt, Kumanen treiben hier ihr Unwesen. Ah, von dir hat Bernhard also gesprochen. Ja. Tja, die Kumanen plündern hier in der Tat. Der Divish hat ein beachtliches Kopfgeld auf die Bastarde ausgesetzt. Ah, ist das so? Aber bis jetzt konnten wir niemanden damit belohnen. Haben die Leute hier vielleicht zu viel Angst? Nein, die wollen das Geld. Nur hat's noch keiner zurückgeschafft. Aber lass dich davon nicht einschüchtern. Die Bastarde haben bei der Straße Richtung Neuhof ein Lager, versteckt zwischen den Felswänden. Du
Du bekommst deine Belohnung, wenn du den Anführer erledigst. Bring mir seinen Helm als Beweis. Na, du erkennst ihn an der markanten Gesichtsmaske. Aha, ich kümmere mich darum. Ah ja, cool. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. Das Kuman-Pack. Cool. Also, ein paar Kuman-Ohren haben wir abgegeben. Und jetzt sollen wir dann die Helme sammeln. Die haben so eine ganz markante Maske, hat er uns erzählt. So, ja. Hat er mir auch schon hier unten. Ah ja, guck mal. Da können wir direkt hinreiten. Und wir müssen dann eh wieder zurück nach Ratai. Ja, passt ja. Das sieht auch gut aus. Pebbles, komm. Wir schwingen uns mal wieder auf dich drauf. Und dann können wir ja schon mal Richtung Ratai wieder zurückreiten. Ist natürlich die Frage. Also wir müssten da schon, naja, 18:30 ist es gleich. Ja. Relativ rechtzeitig zurück sein, weil ich nicht bei Nacht da mit denen kämpfen will. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie reite ich am besten. Erstmal hier wieder rum. Ja. Hier war ja vor einiger Zeit auch die Rennstrecke. Als wir das Rennen abgeliefert haben. Ganz souverän. Ganz ohne Probleme. Das war nicht so... so absurd, dass wir das noch gewonnen haben. Aus dem Weg. Dass sich überhaupt der Pöbel auf den Straßen aufhalten darf, wenn Heinrich zu Pferd unterwegs ist. Also das geht nicht. Da müssen wir mit dem Divisch auch noch mal reden. Furchtbar. Dieses Pack. So, hier links lang, ja. Ja, mal gucken. Die Kumalen sind bestimmt schwieriger als die letzten Banditencamps, die wir mehr oder weniger abgeschlachtet haben. Das war ja teilweise gerade das letzte. Hat ja irgendwie keine 2 Minuten gedauert. Da lagen da 5, 6 Leute im Dreck. Ich gehe von aus, hier wird es nicht ganz so leicht. Habe ich eigentlich noch, ich muss mal gucken, habe ich noch Retterschnäpse dabei? Warte mal. Kein mehr. Habe ich schon alle gesoffen? Ja. Gut, dann kaufe ich noch mal welche. Denn jetzt mittlerweile, seitdem wir so viel Geld haben, habe ich auch tatsächlich, zumindest für Retterschnäpse, kein Interesse mehr, die herzustellen. Obwohl ich dann, wenn ich die herstelle, auch mehrere bekommen könnte. Ne? Teilweise dann bis zu 3 später, habt ihr mir gesagt. Oh, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Oh, das ist jetzt problematisch. Ich kann jetzt so zumindest nicht speichern. Ja, wir können ja mal gucken. Mir die Retterschnäpse jetzt mittlerweile einfach zu kaufen, weil es mir egal ist. Einfach so viel Geld haben. Das spielt dann auch keine Rolle mehr. Hatten wir beim letzten Mal nicht hier schon 1, 2 Leute mitgenommen? So, Maske runter. Schild und Schwert vor. Hallo, Mittag, guten Tag. Mittag. Ja, oh, stark, Heinrich. Geil. Gute Drehung, das gefällt mir. Oh, das war er schon? Ist der alleine? Alter. Mensch, wer hätte gedacht, dass... noch ein Anführerhelm? Okay. Alter. Wieso ist denn der alleine? Gewöhnlicher Säbel. Der ist echt allein hier. Das gibt's doch nicht. Okay. Das ist natürlich traurig für ihn. Jetzt will ich aber mal sehen. Die Maske des Kumanenführers. Ah ja, okay. Oh, die Kapern Familienkette. 3000 wert. Okay. Ja. Ah, das geht immer noch nicht. Ja, ja, Schlösser knacken müssen wir nochmal lernen. Das funktioniert immer noch nicht bei den sehr schweren. Ja. Das war ja easy. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind die anderen irgendwie hier unterwegs, aber ich meine, wir wären hier schon mal vorbeigekommen. Oh. Pebbles wegteleportiert. Okay. Doch, das ist das hier, wo wir hier mal vorbei sind, wo ich mal meinte, ja, das Lager merken wir uns mal. Und da hatte ich dann so langsam begriffen, dass diese Rauchzeichen hier auf der Karte, dass das bedeutet, dass da ein Lager ist. Na gut, okay. Komm, ja. Dann gehen wir zurück nach Ratai. Nicht zurück nach Thalenberg, die Quest abgeben. Das machen wir später mal, wenn wir mal wieder auf dem Weg nach Pribislavitz oder so sind.
Ich hatte auch eigentlich vor, ich habe ja immer noch ein paar Folgen mehr von Bellride auf Halde tatsächlich. Also für knapp nächste Woche reicht das sogar noch. Und ich habe jetzt tatsächlich auch Bellride 2 Wochen knapp nicht gespielt. Da kamen jetzt auch mittlerweile 2 Patches. Auch schöne Sachen kamen da hinzu. Neue Sachen. Freue ich mich schon drauf. Aber ich habe vor, wenn ich sag mal, der Bellride-Schwung abgearbeitet ist mit dem Ansehen, mit den riesigen, mit den irgendwie fast 40 oder 44 Folgen oder wie viel ich da im Vorhinein aufgenommen hatte oder 42 oder so. Wenn die erstmal alle draußen sind, ich habe eigentlich vor und würde gern wieder Kingdom Come jeden Tag bringen und nicht nur alle 2 Tage. Und dass ich dann Bellride mit Sons of the Forest dann immer mal so abwechselt und am liebsten tatsächlich Kingdom Come jeden Tag. Ich wollte jetzt nicht 2 Sachen jeden Tag bringen, das ist auch ein bisschen viel dann. So, wir reiten wieder unseren Standardweg. Ja, hier noch nicht. 1 weiter. Glaube ich, war doch 1 weiter noch, ne? Ja, genau. Ja. So. Oh, das ist jetzt wieder die geniale Lichtstimmung hier. Die Sonne geht ganz langsam unter. So wie die Taglänge hier in dem Spiel ist, finde ich es optimal. Richtig, richtig gut. Bei Bellride ist es mir nach wie vor ein bisschen zu schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob die was eingeführt haben, dass man das ändern kann. Ich glaube nicht. Ich hatte mir die Patchnotes angesehen. Zu jedem Patch, der in der Zwischenzeit kam. Aber ich meine, davon hätte ich jetzt nichts gelesen. Es regnet wieder. Gab's im... Ach so, noch was. Habt ihr gewusst, dass man so einen Regenschirm könnte man doch theoretisch auch als Sonnenschirm benutzen, oder? Ich meine, gut, dedizierter Sonnenschirm hat vielleicht nochmal andere Qualifikationen, um als Sonnenschirm durchzugehen, könnte ich mir vorstellen. Aber es geht ja theoretisch auch. Hatte ich dann überlegt, dachte, Mensch, wenn es jetzt hier im Sommer nicht regnet, dann nehme ich einfach als Sonnenschirm. Das sieht vielleicht auch ganz toll aus. Ja. Also wenn er mit einem kleinen Regenschirm, mit einem kleinen schwarzen Regenschirm seht, das bin ich. Egal wo, das bin ich. Einfach sagen, hey, das bist doch du. Kein Problem. Ach, wie herrlich. Ja. Geil. Nanite heißt das, oder? Das Nanite-System war das doch in der Unreal Engine. Lumen ist die Lichtgeschichte und Nanite ist die LOD-Geschichte. Ich nenne es mal LOD-Geschichte, weil das ja eher darauf abzielt. Naja. Oh, ja, gut, hier sind jetzt gerade die Tiere reingeploppt. Vorhin noch davon gesprochen. Auch hier und da ploppt mit Sicherheit mal irgendwas rein, aber mir fällt es halt wirklich nicht großartig auf. Gut, in einem Mittelalterspiel, wo man eher relativ langsam unterwegs ist, weil man nicht gerade wie so ein besenkter Idiot hier mit dem Pferd mit Vollspeed durch Rattay reitet. Aber sonst ist man ja eher ein bisschen gemächlicher unterwegs, da fällt es dann auch eher weniger nochmal auf. So, gut, es ist noch nicht Nacht. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Wir können ja nochmal in der Schenke vorbeigucken, bevor es dann gleich Nacht wird. Nehmen wir lieber eine Fackel in die Hand, falls es dunkel wird, währenddessen wir hier den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen. Hallo, na Milan? Schicker Hut. Gott sei mit dir. Ich wünschte, ich hätte auch einen. Ich würde gern würfeln. Ich habe heute ein paar Münzen übrig. Was gibt es Besseres, als darum zu würfeln? Ja, voll. Na gut, 40 Groschen. Ach, seine Armut, also speziell seine Armut kotzt mich richtig an. Alles gut. So, Heinrich, komm schon. Großmaul Heinrich, wieder am Würfel. Ich bin schon gespannt, wie du wirfst. Ey. Heinrich ist heute gut drauf, wir machen weiter. Komm, wir gehen heute mal Risiko, volles Risiko. Ja, weiter. Ach komm schon. Pass auf, ich würfe jetzt so lange. Beim ersten Mal die 4000 Punkte.
Weiter, 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 weiter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, eine 5. Und weiter geht's, Heinrich. Komm schon. Nichts zurück, was? Lass mal einen gucken, Reinig. Eins, ja, dann eins, fünf. Machen wir mal so. Du schlägst vor nichts zurück, was? Oh, das tut weh. Sehen. Das tut jetzt weh. Das tut mehr weh, als ich gedacht habe. Scheiße. Oh, nö. Das waren 2000 Punkte. Tischkante Nummer 3. Ich wollte mal auf Risiko gehen. Jetzt bin ich gerade sehr klein geworden. Das war's. Ja, aber nicht zu übermütig werden da drüben, ne? Oh nein. So, das hast du jetzt davon. Jetzt zeig dir mal einen Profi-Würfler. Du meine Güte. Wie man das macht. Weiter, weiter. Heinrich kennt keine Gnade heute. Weiter, weiter. Denk immer mal weiter. Nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Du wirst alles verlieren. Ach, leck. Scheiße. Oh, nein. Oh, das tut jetzt noch mehr weh. So ein Angeber. Ja, komm, mach weiter. Das passiert nicht noch einmal, oder? Zeig dir gleich, was hier passiert, Freundchen. Ich mache jetzt hier mit einmal fertig. Gibt's einen? Weiter, weiter. Du schlägst vor nichts zurück. Ich lass jetzt hier richtig eingucken. Ja, eine 5. Weiter. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Du bist still. Wenn der König würfelt, ist der Pöbel still. Weiter, Heinrich. Weiter. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Oh, ist da eine 5 dabei, ja? Ah. Weiter, Heinrich. Ach, komm schon. Komm schon. Lass mich wieder würfeln. Weiter, weiter, du Heinrich. Vor nichts zurück, komm schon. Ja! Und weiter. Ach, komm, ey, komm schon. Lass mich wieder würfeln. 3, 5, na, immerhin. Und weiter. Komm schon. Komm schon, Heinrich. Komm schon, Heinrich. Komm schon, Heinrich. Eine 1. Weiter. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, eine 5. Ich mach weiter. Ich mach weiter. Leute. Daumen drücken. Weiter. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Sacke. Das kenne ich nur zu gut. Ach, das kennst du gar nicht. Oh, es tut weh. Aber wie geil wäre das, mit einmal durchziehen. Man kann's nicht erzwingen. Das möchte ich gern mal schaffen. Da hat gerade nicht viel gefehlt. Ja, schade. Ja, sonst gehen wir immer auf Nummer sicher. Ah, diesmal? Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Yeah. Du schreckst vor nichts zurück, was? Nein. Das Weiter. Passiert nicht noch einmal, oder? Zeig dir gleich, was hier nicht nochmal passiert. Pass mal auf, Freundchen. Aus der 4 mach ich eine 1 oder und eine 5. Lass mich wieder würfeln. Yes. So, jetzt aber, Heinrich. Ach, komm schon. Mach mal so. Komm Weiter. Schon. Lass mich wieder würfeln. Oh! So ist eine 1 dabei. Gott sei Dank. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Yes! Jetzt sieht's gut aus. Und weiter. Du schreckst vor nichts zurück, was? Okay, lol. Jawohl! So hab ich nicht aufgehört, als ich vorn lag. Oh, was ein Spiel. Das hat Spaß gemacht. Tosender Applaus von der Menge. Oh, wie schön. Ach, nicht doch. Ja, Autogramme machen wir später. Ja, gut. Wenn das Hans gesehen hätte. Willst du ein Bier? Kann ich ihm ein Bier ausgeben? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Mach's gut. Mach's gut. Gott segne dich. Und dich ebenso.
Ach, die unterhalten sich auch untereinander. Er hat gerade gesagt, Gott segne dich, und sie hat gesagt, dich ebenso. Das war eines der schönsten Würfelspiele, die wir je hatten. So, dann gucken wir doch mal, wie wir bei Carolina hintenrum irgendwie reinkommen. Müssen wir mal gucken. Es gab einen Hintereingang, hatten wir gesehen, von der Kirche aus. Das hier ist der Obsthändler. Nee, noch nicht. Da unten. Hier. Da. Da müssen wir rein. Die haben aber auch Wachen. Wurde uns gesagt. Da steht eine. Da geht eine. Scher dich fort oder es setzt was. Entschuldigung. Ich bin da aus Versehen reingelaufen. Ich wollte ja nur mal gucken. So, pass auf, wir müssen. Ich muss erstmal bei Pebbles was reinpacken. Und zwar die Sachen, die ich nicht anhabe. Die Leisetreter behalten wir natürlich. Damit ich nachher weiß, was ich wieder anziehen muss. Wäre es geil, wenn ich nur das im Rucksack habe, was ich auch tatsächlich gerade trage. So, ihr habt mir auch noch andere Tipps gegeben mit irgendwie dunkle Sachen anziehen. Wir haben die schwarze Google, die lasse ich mal an. Leisetreter an. Andere Klimperzeug. Ich weiß nicht, ob die Bunthaube. So. Geräusche 0. Gab es nicht auch einen Trank? Was war Lazarus-Elixier? 5 Minuten, achso. Was war Aqua Vitalis? Ah, der Schaden wird um 50% verringert. Ah ja, auch gut. Okay. Na ja gut, wir probieren es mal. Sind ja jetzt top ausgestattet. Ich guck mal, ob wir von hinten rum reinkommen. Ach, hier läuft auch eine Wache rum. Wo geht denn der lang? Achso, Köterchen, komm mal her. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Kleiner Hund. Ich hab mich gerade erschrocken, als wir Heinrichs so Gesicht echt gesehen haben. Oh, sehr gruselig. Mensch, Heinrich, was denn da los? Ja, schöner Bart. Ich wusste ich gar nicht mehr. Warte hier auf mich. Hm? Dass wir ihm so ein Bärtchen gegeben haben. So. Hier kann ich erstmal ohne Probleme hin. Aber hier ist wahrscheinlich auch der Gang an der Mauer, an dem die Wachen immer mal langlaufen, ne? Wo läuft denn er hier lang? Da hinten kommt noch einer. Ist die Tür denn einfach so offen? Ja. Ah, hallo. Ich habe was verloren. Ich suche nur nach etwas. Und er hier? Na gut, wenn ich einmal drin bin, dann sehen sie mich ja auch nicht mehr. Was ist los, Junge? Ey, sieh da, sie haben keine Fackel in der Hand. Muss doch auch ätzend sein, den ganzen Tag diese Waffe da in der Haltung zu halten, oder? So. Ich hock mich jetzt mal hin. Ja. Ja. Achso, hier sind wir. Dieser Nachtfalkentrank wäre natürlich super. Aber ratet mal, wer vergessen hat, einen zu kaufen. Mir ist schon klar, dass das nicht so die cleverste Idee jetzt mit der Fackel hier ist, aber ich sehe sonst mal gar nichts. Nämlich so viel. Ja, shit, der Nachtfalkentrank wäre super, ne?
So, hier gewöhnen sich ja die Augen kurz dran. Die hat doch bestimmt oben ihr Zimmerchen, oder? Oh. Das sieht auch cool aus, ey. Guck mal hier. Ey, das sind aber viele Wachen, du. Meine Güte. Gibt's doch nicht. Also ich denke, hier drin wird's sein. So, schwere Schlösser können wir ja knacken. So, gucken, wo ist es hier? Aua, au, 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 au. Finger eingeklemmt. Okay. Hallo. Da ist sie, die Carolina. Du dringst hier unrechtmäßig ein. That's what she said. Ja. Es sinkt für sie das Niveau. So. Ah, okay. Das ging aber schnell. Ich dachte, ich muss erst noch an ihre Kiste ran. Die langsam öffnen und dann vorsichtig den Brief hineinlegen. Naja. Schlaf gut. Ja, geil. Gute Nachbarn. Mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. So. Hier ist ein Bettler aus Scarlet. Arme Schwein, ey. Da könnte doch, wir können doch alle ehemaligen Scarletzer, die sollen ja auch zu uns kommen, ne? Ich glaube, manche hatten da keinen Bock drauf. Ich glaube, die ich hier zum Scheiße schleppen damals verdonnert habe, die haben auch bestimmt auch keine Lust mehr für mich. In unserem Dorf. Für Heinrich. In Heinrichsdorf, meine ich. Zu arbeiten oder zu leben. Oh, hier vorne ist aber noch was los. Junge, Junge. Wir gehen mal schlafen. Vielleicht reicht das dann schon, dass wir dann am nächsten Tag hier die Quests weitermachen können. Hans, der hängt doch bestimmt wieder mit seinem kleinen Hänschen unten in so einem Badezuber rum. Ja. Ja. Wir gehen mal ins Bett. Mal schauen, wie es morgen früh aussieht, ob dann die Quest aktualisiert wird. Oh. Ach so. Ich ganz vergessen, unseren Hund wieder nachzuholen. Hey, da bist du ja. So. Sieh mal, was ich für dich ganz. Kriegst du noch einen kleinen Mitternachtssnack? Mampf, 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 Mampf. Es wäre halt geil, ne, wenn wir Pebbles einen Apfel geben könnten oder sowas. Was frisst ein Pferd? Alles Apfel? Banane? Paprika, Putenbrust und Pilze. Warte hier auf mich. Bleib. Wuff. So, wir sparen uns heute mal den Gang ins Badehaus. So, Türchen zu. Theresa schläft wieder oben, ne? Ah, Gott, Alter, da ist er. Oh, ey, wow. Ich dachte gerade echt für einen Moment, das ist, weil wir vorhin... Hey, Theresa, huhu. Nuff, nuff, nuff. Ich mache mal die Tür auf. Weil die Kräuterdame vorhin von irgendeinem Geist gesprochen hat. Und für einen Moment, ich dachte, die liegt von hier oben und schläft. Habe überhaupt nicht mitgerechnet, dass draußen jemand langläuft. Hey, Theresa. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. So, warte doch. Nein, nein, noch nicht. Ich wollte doch noch mal Hallo sagen. Ich habe etwas für dich.
Oh. Die habe ich von Onkel Peschek. Herpes. Aber treib damit bloß kein Schindluder. Nein! Friedriche, du weißt aber schon, was man mit denen macht, oder? Lass dich bloß nicht erwischen. Falls doch, sag ja nicht, dass du sie von mir hast. Du bist die Erste, die ich verpfeife. Ach Heinrich, jetzt tu nicht so. Vor 5 Minuten selber noch am Schlösser knacken. Wenn Theresa wüsste, dass wir wieder im Schlafzimmer einer anderen waren. Kannst du meine Kleidung nehmen? Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Ah, danke. Moment. Ach, was? Ach. Nein, hau ab. Ja, ich bin ja schon weg. Und Finger aus meiner Truhe. Ach ne, unsere ist ja hier unten. Ist okay, kannst du machen da oben. So, gehen wir auch mal pennen. Ja, da hat so, haben wir sie wieder lieb, ne? Nachdem sie sich jetzt bei uns entschuldigt hatte. Komm, wir machen mal kurz nach 8. Das passt. Also das ging deutlich leichter, als ich gedacht habe, mit dem Eindringen da bei ihr und dann den Brief reinlegen und dann war das ja eine recht runde Sache heute, Mensch. Ich hätte gedacht, ich brauche ein paar Versuche, war schon ein bisschen, jetzt wo ich dachte, ach Mist, ich habe keine Retterschnäpse, hätte ich doch vorher mal speichern können, wäre vielleicht ganz gut gewesen, aber es lief ja recht problemlos. Aha. Sehr gut, Aufgabe wurde auch aktualisiert, da können wir wieder mit Hans reden. Und da bin ich aber gespannt. Begib dich zu Herrn Hans. Jawohl. Alter, ich nehme doch mal die Fackel aus der Flosse. So. Können wir uns noch mal waschen, oder? Nee, haben wir gestern schon. Reicht. Moin, ihr beiden. Ja, perfekt. Haben wir doch heute gut was geschafft. Würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende noch und hoffentlich regnet es nicht ganz so viel bei euch. Bei uns geht's, glaube ich. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.